meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Lied. So, ich dachte, ich hätte das hier gespeichert. Okay, Belohnung, etwas gefunden. Lass uns erst dann verteilen, wir machen wieder ganze zwei Rationen. Ich habe mal bei anderen YouTubern geguckt und tatsächlich die haben tatsächlich mehr Leute am Start. Als ich zu diesem Zeitpunkt jetzt, also jetzt aktuell diesen Zeitpunkt, haben die einfach mehr Leute am Start. Krass, und das Atomkraftwerk regeneriert sich wieder. Heftig, oder? Ich finde das ziemlich krass. Lass uns mal einen Garten aufziehen. Ja, habe ich das so gebaut, dass es in der Luft schwebt? Offensichtlich, ja. Ich finde das wahrscheinlich schön. Ich finde unsere Base schön. Ja, finde ich wirklich. Total hübsch. Chernobyl-Liedbrenner. Das ist ein Wort. Das wollte ich nochmal flott herstellen. Ich sollte auch, glaube ich, noch Chernobyl haben. Inventar, da sollte ich... Oh, Alter, schon wieder alles voll. Guck mal, ich hatte auch die ganzen Revolver-Shit und so alles weggeräumt. Na klar. Ich hatte den Revolver weggeräumt, weil ich genügend Muni auf der AK habe. Deswegen hatte ich den weggeräumt. Und dann hatte ich auch den ganzen Laden hier voll gemacht. Ich verstehe nicht, was das jetzt hier soll. Den Revolver war schon seit Ewigkeiten 3 Tage nicht. Wieso habe ich so viel Fressen am Stüssel? Hat sich hier jemand in mein Spiel eingehackt? Nein, das ist eher weniger wohl, aber... Irgendwas ist hier im Busch. Nein, das kommt hier nicht hin. Haben wir noch mehr Revolver-Motivation hier? Dieses ist eine andere Schrank. Das machen wir hier bei dieser Wodka-Schrank. Ach, guck mal, hier habe ich noch Chernobyl-Liedbrenner. Wieso habe ich denn jetzt so viel? Hallo? Habe ich das nur einmal genutzt? Offensichtlich. Hauen wir das auch nochmal rein. Offensichtlich haben wir hier unsere Essensration da. Was wir noch brauchen ist, nee, brauchen wir nicht. Hol ich auch nochmal einmal weg. Ah, das ist noch Dings. Himmelarsch und Sven, warum ist das jetzt alles so? Verstehe ich gerade gar nicht. So, wir haben jetzt noch genau 54 Schuss für die AK-47. Wobei ich auch noch davon ausgehe, dass das Magazin voll ist. So, nun stelle ich mir die Frage, wie kriege ich das hier frei? Weiß ich nicht. Wie dem auch sei. So, das sieht natürlich ein bisschen kacke aus hier. Ebenso wie das hier. Aber ist halt so. So, ich wollte einen Garten machen. Und zwar habe ich mir das vorgestellt hier unten. Lass uns was bauen. Unsere Base soll ja ganz ziemlich muckelig sein. Hat der Igor, glaube ich, gesagt? Hat er das gesagt? Das hat er gesagt. Okay. Okay, wir nehmen das dann schon Garten an, okay? So, wenn ich das schon langsam mittlerweile verlerne zu sprechen. Guck mal, kann ich gar nicht. Kacke. Uns fehlen Pilze ohne Ende. Wir können Kräuter. Was können wir machen? Kräutergarten. Ja, okay. Ich würde das hier gerne alles haben, aber lass uns doch in der nächsten Mission ein bisschen mehr sammeln. Lass uns doch mal ganz kurz eben... Igor! Привет! Ты что-то хотел? Я думал о секретах. Каких-то конкретных секретах? Ты знал, что результаты медицинских исследований после бомбежки Японии были засекречены? О, ты всегда знаешь, как начать день на веселой ноте. Вообще, это неудивительно. Мне об этом рассказал один американский дипломат. По его словам, армия США была в шоке, узнав о том, какие последствия вызывают радиоактивные осадки. Они же в Манхэттенский проект вбухали больше 20 миллиардов долларов. После такой выдающейся победы они не могли рассказать общественности о заражении. Даже американские солдаты, которые помогали японцам отстраивать города, начали болеть. Так что власти конфисковали всю медицинскую документацию, как японскую, так и американскую, и засекретили ее. Печально. Главным преступлением ядерных держав перед своими гражданами было то, что они не признались, что длительное воздействие даже низких уровней радиации может быть опаснее, чем высокая доза, полученная за короткий промежуток времени. Окей. Да, такие секреты убивают людей. Lass uns später trainieren. Lass uns erstmal halb. Ich bin am überlegen, ob wir nochmal tatsächlich, aber das kriegen wir doch normalerweise in jeder Mission mit. Jede Mission bleibt doch ein und dieselbe Mission, wo wir
looten können. Ich wollte eigentlich gerne mehr looten. Pilze natürlich, das hast du gesehen, wir brauchen. Ich will jetzt nicht nur einen Kräutergarten irgendwie anpflanzen. Von Kräuter alleine wird man nicht satt. Oh. Findgerät. Findgerät, mach was. Okay. Hast du, erzähl an uns was? Ach, guck mal, das ist früher Morgen. Schön. So. Jetzt haben wir gar keine Hauptquests mehr. Das heißt, wir müssen jetzt eben diese Quest nochmal machen. Ich hoffe, diesmal funktioniert die. Das wäre echt ätzend, wenn das nicht klappen würde. Und jetzt machen wir Hafen von Pripyat. Das macht er hier. Ja. Beim letzten Mal hat dieses Auge ja nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Wir konnten einfach diesen Knopf nicht bestätigen. Und ich hoffe, dass es jetzt geht. Ich habe dich einfach загипнотизировал. Und теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет. И ты окажешься на прицеле у нар. Da waren die schwarzen Monster doch irgendwie ganz als allererstes aufgetaucht, ne? Bei dieser Mission tatsächlich. Also müssen wir damit rechnen, dass wir wieder welche finden. Oder wir bauen uns eben halt ein Anti-Wurmloch-Dingens halt hin. Das Auge von Moskau. Hier siehst du. Wir sind hier und können machen dieses... Guck mal hier, wie viele Kräuter hier sind, alter Digga. Das ist ja total lohnenswert. Ja auch. Aber Pilze brauchen wir ohne Ende, ne? Vielleicht finden wir diesbezüglich auch irgendwas. Da auch noch was. Das lassen wir nicht liegen. Das lassen wir nicht liegen. Okay, Kräutergarten sollten wir schon mal anzüchten irgendwie vielleicht, ne? Okay, direkt schon wieder neu. Mal neu starten und dann voll go. Ich habe es immer noch nicht geschnallt, wie das hier in diesen... Nee, das macht er hier auch nicht. Ich dachte, das macht er hier... Können wir hier irgendwie durchschalten oder so? Aber irgendwie geht es nicht. Ach, ich habe das auch vergessen. Können wir hier rein? Okay, wer die Strahlung ziemlich hart. Das Gute ist eben halt wirklich bei solchen Low-Missionen... Können wir tatsächlich noch irgendwie Shit finden? Zweimal. Oh oh. Oh, geh doch weg da, Digga. Da auch Pilze, super. Das suchen wir ja auch. Ein bisschen mehr auf die Umgebung achten jetzt mal, ne? Ist immer das Nierste aufgetauchte von uns. Was ist denn das? Das habe ich mich bestimmt beim letzten Mal auch schon gefragt, ob uns das irgendwas sagen soll. Aber ich denke eher weniger vielleicht. Igor, sag uns, wo wir was finden können. Oh, warte. Ah, dann habe ich was gesehen. Nee, doch nicht. Das war nur so ein ultragrünes Gestrüpp. Okay, die Richtung. Erinnert mich so ein bisschen an... Mich erinnert irgendwie alles an Daisy. Also von daher, lass uns gar nicht weiterreden. Da oben ist noch was, komm. Pilze sogar. Die Dinger, die wir suchen. Also, das ist das Wichtigste überhaupt. Gerade, um uns einen vernünftigen... Garten anzulegen, damit wir Nährstoffe oder Nahrung uns selber anschaffen können. Aber ich stelle mir vor, jetzt den ganzen Tag nur von Gemüse zu leben, ist natürlich auch nicht sehr, sehr hilfreich, oder? Ja. Das muss doch gleich irgendjemand auftauchen. Wir können machen Kopfhütter. Oh oh. So explizite Strahlungsanzüge gibt es hier wohl nicht so, ne? Ja, natürlich, ne? Warte mal eben. So, ich habe gemacht aus meiner Tonne. Ich habe immer vergessen, diese Tonne auszumachen. Weil ich ein wichtiger Mann bin. Wir gehen irgendwo und nirgendwo gerade hin.
Aber ich habe gehofft, wir finden hier irgendwie noch was. Naja. Doch, da, guck mal. Tom G. Augen auf bei den Kaufen. Ah ja. Huch. Na, 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 na. Gibt's hier noch diese Neben... Ja, hier gehen wir erstmal diese Hauptquest nachgehen hier. Natürlich sind die neue Enna... Na. Leute. Boah, da oben alles voll, Digga. Diesmal haben wir auch einen Chernobylit-Brenner dabei. Also folgedessen sollten wir es auf eine Kette kriegen. Da mal irgendwie was zu plündern. Aber das mit Dietrich ist eine schwierige Angelegenheit irgendwie, ne? Oh, guck mal. Das ist ja hier, wo wir hin müssen, glaube ich, ne? Oh, Inventar ist nichts voll. Da können wir machen, ne? Ты на месте! Отлично! Теперь к делу! Михаил, Frage nach Mission. Ihr Frage. Что нужно сделать? Oh, ihr nicht verstehen. Прием. Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать. Необычно, но нам не подойдет. Как Kampfer-Panzwagen ist natürlich auch nicht so. Panzer-Kampfwagen. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И? Alles hatten wir das schon mal gehabt. Wir können das eigentlich mal überspringen. Da kommt er ja schon. So, aber lass uns das Haus nochmal weiter durchchecken. Da gab es immer noch ein paar Sachen. Da eine Etage unter uns. Ja. Na. Komm nicht durch. Digga, ich dachte gerade, dass man hier... Ah, ist der Bratwurstmensch hier vorne, ne? Können wir den Vogel nicht irgendwie zu uns einladen hier? Herr Mr. Bratwurst, wo ist deine Dagno-Musik? Da ist sie schon. Ну-ка, стоять! Ты на тебе! Ja, ja. Помоги мне. Hast du schon gehabt. Мне пора. Ich dachte, können wir vielleicht mal so eine Gang einladen oder so einen Scheiß, weißt du? Okay. Und unsere Gang und unsere Zwei-Mann-Gängen, die wir da haben. No. Okay, ich habe jetzt mal die Schnauze voll von dem, was ich immer mache hier. Wie ist das eine Manne? Wo bist du? Du kleiner, feiger, dreckiger Sack! Ich mache deinen Kopf kaputt! Alter, beim letzten Mal waren ja auch nur ein Typis, ne? Jetzt sind ja auf einmal so viele gewesen. Aber diese Psyche soll uns gar nicht weiter angehen. Oh, nee. Da ist eine AK-Dings. Und wir haben hier irgendwie Pilze. Warum habe ich geschossen, Amab? Ich sage ja, einmal direkt steckt man drin. Ne? Ich glaube, deswegen gucken die Leute es auch gar nicht mehr so oft an bei mir. Weil sie aber scheiße finden, wie ich da eben halt dieses möchte gerne Russisch. Михаил, ноутбук у меня. Говори, что делать. Крутяк! Вообще огонь! Тип загрузи, забудь теперь, кстати! Stimme Oliver zu. Оливер, какого не забыл? Ну-ка! Пип-пип-пуп-пип. So, das hatten wir beim letzten Mal auch alles gemacht.
So, ich denke mal, das ist auch diese eine Mission. Wenn das hier nicht geht, wenn das hier nicht funktioniert dieses Mal, ich denke mal, ohne diese, dass wir diese Mission schaffen, sind wir nicht in der Lage, das Spiel durchzuspielen. Ich glaube, das gehört alles irgendwie zusammen. Das sind ja Hauptmissionen. Ey, dann haben wir echt ein Problem. Dann war es das mit dem Spiel, ne? Wäre echt super, super mega Mörder, super, super schade. Aber da wäre ich doch, glaube ich, der Einzige, bei dem das passiert so, ne? Ich habe noch nie irgendjemand... Egal. Da ist das Tor. Da hätten sie noch irgendwelche Kollegen. Genossen. Genau, stimmt. Beim letzten Mal irgendwie so ein Bugfest. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Stimmt, das letzte Mal hing die so ein verfickt schönen Bug fest. Und jetzt habe ich keine Motivation mehr und auch keine Revolver-Sachen und so ein Scheiß. Ja, ich habe gefunden was. Das war der unerbittliche Kampf, den wir hatten damals in diesem Haus drin. Und was habe ich mir alles eingebildet, was gewesen sein könnte? Da war diese Tür offen und irgendwie war diese Tür zu. Da war ein riesen fetter Bug. Ich hoffe, jetzt funktioniert auch alles, wie ich das gerne hätte. Lass uns nochmal kurz checken, diese Apparate hier. Da oben in diesem Haus ist eine ganze Menge, da müssen wir ganz kurz gucken. Ah, nun kommen die Hupfel allerdings hier. So. Nehmen wir alles mit. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir, brauchen wir. Da ist nichts. Da, ich komme hier nicht durch. Warum? Warum ich komme nichts hier durch? Hier ist eine Tür zu. Da ist er doch... Na, ich kann hier ran. Ist ja also. Okay. Da frage ich mich, was wollten die hier bloß machen mit dem Gas hier gerade? Oder ist es gar schon vorher da gewesen? Wir hatten es aber auf jeden Fall Pilze, die brauche ich. Ich habe gesehen Pilze. Wo ist Pilz? Da. Nee, ich habe mich eingebildet. Nee, doch, da. Das war kein Pilz, das war Kraut. Okay. Genau, und hier waren auch die schwarzen Stalker, hätte ich mal gesagt. Das sind ja keine schwarzen Stalker. Der eigentliche schwarze Stalker ist ja dieser Typ. Es geht! Он сам себя подорвал, что ли? Черт! Михаил! Миша! Я в норме! Только не подходи к зданию! Кажется, заряды были слишком близко к складу химотходов. Что они вообще хранят в этих бочках? Сука! Может, в «Газпром» на горячую линию позвонить? Выбирайся оттуда скорее! Да не волнуйся ты за меня! Просто сотри сервера! Зайди на www.hardisalonlyhardis.ru и качай смели «Panties of Doom» и запусти! И жаль, что ты не сможешь поискать, что хотел. Можно ввести только одну команду, потом тебя выкинет. Так что без опечаток там. Нахер этого маньяка, Игорь. Запускай поиск, пока еще есть шанс. Sollen wir die Daten nach Tatjana suchen? Ich finde, Olivier ist ein ziemlich guter Typ. Auf den sollten wir vielleicht ein bisschen hören. Aber dann schaffen die Mission nicht. Aber egal. Прости, Миша. Я должен узнать, замешан ли Нар в исчезновении Татьяны. Ich glaube, der Michael ist auch tot. Wow. Значит, за Татьяной следила КГБ. Okay, lass uns lesen diese eine Textdatei, dann aufhört zu reden. Okay, jetzt können wir machen. Tatjana Ameliva, gefunden Dokument 1. Vollständiges Verzeichnis des Verbundheit-Phänomens. 1996, Monat und Tag unbekannt. Möglicherweise erster Vorfall, nicht nachgewiesen. Männlich 35, Zeit 30 Sekunden. Testperson singt Johnny B. Good von Chuck Berry. Einer der Songs auf Voyager Golden Record. 1997, Monat und Tag unbekannt. Weiterer Vorfall nicht nachgewiesen.
Männlich, 51, Dauer einer Minute. Unverständlich, die Phrase dunkel hier drinnen, sie ist zu hören. 8.7.1999, Vorfall 08.07.99, weiblich, 27, Dauer 10 Minuten. Großenteils unverständlich, das Wort Grun ist zu hören. 11.3.2000, Vorfall 04.03.99, männlich, 27, Dauer 30 Minuten. Testperson wiederholt die Phrase, möge das Vers beginnen, in vollen 30 Minuten. 11.8. Vorfall 110899, männlich, 27, Dauer 30 Minuten. Erst unverständlich Wort, Evli, Wiederholung für 29 Minuten, 1 Minute das Wort Gott. 12.03.2001, Vorfall Nummer 120301, Dauer 3 Minuten, der Name Tatjana Amelievirus zu hören. Ah, Anmerkung. Der Name bezieht sich auf den Fall Tatjana Amelie Riff, eine Chemiker-Ingenieurin, die im WL-Lenin-Kraftwerk in Tschernobyl arbeitet. Sie wurde vom KGB-Agent Splitter überwacht. Okay. Quest abgeschlossen! Wir suchen nochmal Items! Okay. Ich habe neue Level erreicht und kann gucken, was wir hier machen. Neue Level, aber wir können hier hochkommen. Wie? Da ist nur eine Gaskanister. Ich glaube, wir haben genug. Nehmen wir das hier, ist auch eine gute Idee. Ist es Chemikalie? Oh oh. Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die! Oh oh. Bekannt schon. Oh. Hey, Kollege! Doc! Dass er den Schuss nicht gehört hat, Alter. Im Allgemeinen, alles was ich tue, sind ich ziemlich leise. Da ist eine Brotration. Ich nehme mal mit. Wie gesagt, einmal damit angefangen, ne? Es ist schwierig, ne? Wird Zeit, dass wir mal wieder ein Spiel spielen, was nicht mit Russisch zu tun hat oder so ein Scheiß. Da komme ich nicht auf die Verlegenheit, irgendwie überhaupt irgendwie so sprechen zu wollen. Ich weiß doch, hier war damals... Ich habe hier habe ich einen Schalldämpfer drauf? Ich weiß es nicht. Also irgendwie hört mich der Kamerad hier unten nicht. Nein, der Genosse. Aber weißt du was? Ich mache dort so. Ah, gut. Ich mache nie dort so. Ich mache Munitionsspann tot. Ach, weißt du was? Was soll's? Ich mache lieber, wenn die Köpfe platzen. Die Psyche, ey. Ich muss gleich mal wieder so einen psychosymmetrischen Psycho-Ding nehmen hier. Damit das alles wieder bei mir tutti ist im Kopf. Er mag das nicht, ne? Leute zu töten, ist nicht so sein Ding eigentlich, ne? Ne, nimm mal den hier. Kann ich nicht nehmen. Ja, da oben. Es ist eins und Teil. Wenn überhaupt suchen wir Pilze. Aber wir finden nichts Pilze. Okay, dann müssen wir gehen weiter. Gut. Ab wieder nach Hause. Das haben wir gut hingekriegt. Diesmal ging es flott. Wir haben uns damals so viel Zeit gelassen. Und jetzt geht das aber doch ziemlich flott gerade, ne? Ja. Toll. Vielleicht reicht das ja, um uns einen kleinen Garten irgendwie anzubauen. Aber es sollte uns jetzt die Möglichkeit geben, diese Quest und den Fortschritt jetzt eben halt weiterzuspielen. Das wäre natürlich ziemlich geil, oder? So, wir haben hier was für dich. Komm. Na, so was haben wir gemacht. Und er ist gesund und stabil. Das freut mich. So. Dafür gibt es gleich direkt, weil aus dem ganz einfachen Grunde. Wir haben es ja. Ne? Wir haben ja auch keine Begleiter hierbei. So, es ist mittlerweile Nacht und das Atomkraftwerk sieht noch beschissener aus als vorher. Lass uns versuchen, den Garten jetzt mal zu machen. Ich wollte den Garten ja hier wunderschön irgendwie hinmachen. Bäh! Nein, nichts. So. So. Jetzt geht was. Ach, was für Gemüsegarten. Was ist das jetzt?
Pilzgarten. Weißt du, wir können Pilze pflanzen. Ja, Pilze zu pflanzen. Okay, lass uns den. Hier. Und das war's auch schon, ne? Und jetzt können wir uns daran bedienen? Ne, irgendwie nicht so ganz, ne? Naja, gut, okay. Aber es sieht ja schon mal nach... Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier für Maschinen nochmal, die wir machen? Waffenbank, Waffenbank, Waffenbank. Objekte, Schrotflintenkaliberwerkzeug. Das ist... Raygun. Hey. Da wollen wir nicht lange mit warten, wa? Ist der wunderbar in die Ecke rein. Wir haben gar keine Raygun. Schade. Hier können wir Waffen herstellen, aber keine Raygun. Oh, schade. Jetzt haben wir so eine wunderbare Railgun-Bank. Aber haben keine Möglichkeit, irgendwie dazu was zu machen, weil wir einfach diesbezüglich gar nichts haben, ne? Da füllst du auch Pilze. Immer Pilze. Schrotflinten, Kaliberwerks, Dingsbums. Okay. Warte mal. Was ist denn das? Rüstungsbank. Da haben wir schon einen hingestellt. Behälter, die haben wir auch schon aufgebaut. Die Rüstungsbank. Ja, ich würde gerne irgendwas bauen, damit wir zum Beispiel... Industrieofen. Negative Masseerzeuger. Haben wir so etwas schon da? Erzeugt immer negative Masse, um komplexe Kraftfelder zu schaffen und kleine Batterien lagerbar zu machen. Okay. Hört sich ziemlich frech an eigentlich, ne? Passt hier gut in diese Ecke rein, finde ich. Dann lass uns das da hinstellen. Aber nur, weil es denn passt. Wow! 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 Fast unsichtbar oder? Fast unsichtbar finde ich ziemlich nice. Mal bau das. Hat er es jetzt gebaut? Das ist geil. Ja, ist ja gut. Ich muss sowieso noch mal ein paar Motivation-Dings herstellen. Sagen, wenn ich nicht was gefunden habe, dann ist auf jeden Fall Munition für Revolver. Damit bin ich ja schon fast über. Pilze. Den Revolver habe ich gar nicht. Wir haben noch einen Revolver. Ach, das ist den Billo-Revolver. Können wir hier nicht irgendwas zwischenlagern hier für so 10 Schuss? Das wäre mega geil gewesen. Dann packen wir das jetzt einfach hier vorne rein. Hier so ein Dings. Ich glaube, so viel brauche ich auch gar nicht. Dreimal dürfte lang, oder? Hauen wir nochmal kurz drauf. Ja, Revolver habe ich, da habe ich dabei für 10 Schuss. Das sollte auch lang. Der brauche ich auch nicht dabei. Also. Schon umsortieren. Ja, wie kriege ich denn bloß den anderen Dingsen, die mehrere Slots frei? Danke, Digga. Wow, so groß, ne? So.
Kinderchen, das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao mit V, tschö mit Ö und Küsschen aufs Nüsschen, Rötzchen aufs...